Wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Neues Video, neues Glück. Da kriege ich es zurück. Und heute schauen wir uns gemeinsam ein wundervolles Deck an, was wieder so ein bisschen die Runde hat, was ziemlich stylisch ist, wenn ihr mich fragt, und was ich im letzten Livestream Duel Links gespielt habe. Und zwar ein Deck um die gute Wahrsageprinzessin Tarot Trey. Ja, mit der kann man nämlich etwas richtig, richtig Tolles machen. Und zwar kann man die als Stufe 9er Ritualkarte beschwören. Und einmal pro Spielzug in der Endphase können wir ein Flipmonster aus unserem Grave Special summonen. Und zwar in der verdeckten Verteidigungsposition. Klingt jetzt erstmal nicht so berauschend, aber das Berauschen ist der zweite Effekt. Denn einmal pro Spielzug können wir entweder eine offene Karte in die offene Angriffsposition legen. Ja, also wenn es zum Beispiel eine Verteidigungskarte ist oder verdeckte Verteidigungskarte in die offene Angriffsposition drehen. Oder wir drehen eine offene Karte in die verdeckte Verteidigungsposition, was ebenfalls möglich ist. Das heißt also, wir haben eigentlich jede Runde einen Molihu-Effekt, was ziemlich, ziemlich stark ist, ja. Wir können diese Karte mit der Zauberkarte hier, Wahrsager-Ritual, beschwören. Und das Coole an Wahrsager-Ritual ist auch, wenn die im Grave liegt, können wir die verbannen, um dann aus unserem Deck eine Wahrsager-Prinzessin Tarot Trey nochmal auf unsere Hand zu nehmen. Starker Effekt, wenn ihr mich fragt. So, und jetzt gibt's in dem, oder aus der neuen Box Chaotic Soldiers, gab's ein Monster, und zwar den Geist der Herbstwinde. Und der Geist der Herbstwinde sagt, dass wir, wenn wir diese Karte normal beschwören, einen Flipmonster auf unsere Hand nehmen können. Heißt also, wir spielen den Deus Ex Crawler und den können wir uns dann halt mit dem Geist der Herbstwinde raussearchen. Deus Ex Crawler, ein Crawler-Monster mit einem sehr, sehr, sehr geilen Effekt. Hat zwar 9 Sterne, ist also auf normalem Wege sehr schwierig zu beschwören, aber es ist ein Flipmonster. Und durch den Effekt von Wahrsager-Prinzessin Tarot Trey können wir diese Karte halt jeder Endphase, wenn sie im Grave liegt, specialen. Und zwar in die verdeckte Verteidigungsposition, so dass dann hier ihr Effekt aktiviert wird. Und zwar sagt Deus Ex Crawler, dass wenn sie getargetet wird, während sie verdeckt auf dem Spielfeld liegt, sie sich erstmal aufdeckt und dann halt die Karte, die getargetet hat, annulliert und zerstört, was an sich schon mal ein guter Effekt ist. Und dann halt irgendwelche Zieleffekte dann zum Beispiel zu annullieren, was richtig, richtig gut ist. Und der zweite Effekt ist noch besser. Wenn diese Karte aufgedeckt wird, werden alle Effekte von Monstern, die aktiviert werden, annulliert, solange diese Karte auf dem Spielfeld liegt, und zwar offen. Sehr, sehr starker Effekt, vor allen Dingen, weil wir diese Karte in der gegnerischen Runde durch Tarot Trey beispielsweise aufdecken können, um den Gegner dann zum Beispiel während irgendwelchen Kombos zu behindern, was ein sehr starker Effekt ist, wenn ihr mich fragt. Zudem hat sie ganz solide Stats und ist dann perfekt mit der Stufe 9 mit einem Tribut für Wahrsagerprinzessin Tarot Trey nutzbar. Und die Karte ist searchable, was richtig, richtig gut ist in dem Deck. So, wir spielen dreimal Cosmic Cyclone mit Meister der Rituale, was in dem Deck ganz cool ist. Wir spielen dreimal Sphere Walls Handtrap, zweimal die beste, nervigste, stärkste Karte in dem Spiel, heimtückische Fallgrube, dazu noch einmal Book of Moon und einmal den verbotenen Kelch. So, und dann haben wir noch ein paar Exit-Monster, die ich aber literally nie beschwören konnte, weil mein Feld meistens eher zugemüllt ist, was ein bisschen schade ist. Es gibt noch eine Version von dem Deck mit dem guten alten wie heißt der? Ollision, genau. Mit dem guten Meister der Illusionen. So, wo ist er? Den habe ich, glaube ich, einmal. Ja, mit dem Boten der Illusionen. Verzeihung. Auch ein Flip-Monster und der sagt, biete ein anderes Monster als Tribut an. Und falls du dies tust, beschwöre ein Fusionsmonster als Spezialbeschwörung von deinem Extra-Deck. Das heißt also, man kann richtig krass overpowerte Fusionsmonster in sein Fusionsdeck packen, um diese dann mit Bote der Illusion zum Beispiel zu beschwören. Was ein Ojama-König beispielsweise etc. Auf das Feld haut. Problem an dieser Variante ist, ich habe nur, wie ihr seht, einen Boten der Illusion. Klar, die Karte ist searchable, aber letzten Endes muss ich die Karte jetzt eigentlich nicht zwingend spielen, wenn ich ehrlich bin. Ja, es gibt auch diese Version, die dann halt nochmal ein bisschen angenehmer ist, weil man nicht dreimal Bote der Illusion braucht. Aber dieses Deck ist an sich echt spaßig. Dieses Deck kann dann halt auch vor allen Dingen gegen Metadecks gewinnen, weil wir halt eine Möglichkeit haben, im Spielzug des Gegners den Gegner zu behindern, zu stören, zu interrupten, ja, auf Englisch. Und zwar indem wir dann zum Beispiel unseren Deus Ex Crawler aufdecken, sodass dann zum Beispiel die Kanalisiererin ihren Effekt nicht aktivieren kann oder irgendetwas anderes, was halt Setup benötigt, ja? Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, das ist ziemlich stark. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr starker Effekt. Und ich habe dieses Deck auch, glaube ich, jetzt am Sonntag, also gestern für mich, für euch vorgestern, nonstop im Stream gespielt. Und es ist echt ein richtig, richtig, richtig geiles Deck, was auch wirklich total viel Spaß gemacht hat zu spielen. So, mein Gegner hat keine Lust. Alles klar. Oh, und das ist ja wohl ein richtig, richtig starker Top-Deck.
Das ist ein richtig starker Top-Deck. Und wir hätten theoretisch Lethal. Wenn ich es drauf anlege. Die Frage ist nur, ob der Gegner Handtraps hat oder nicht. Ich gehe an sich schon aus, dass der Gegner Handtraps hat. Ich glaube, wir gehen all out und wollen uns hoffentlich den Sieg holen. Och, wait, das ging ja gar nicht. Ich habe vergessen, die Karte anzuchainen. Nein, ich habe vergessen, die Karte anzuchainen. Ich bin Brain AFK, Leute. Ich hatte heute wieder einen anstrengenden Tag und er hat nicht mal die Handtrap gehabt. Das heißt, wir hätten in dieser Runde gewonnen. Verdammt nochmal. Okay. Okay, Leute. Okay, Leute. Ja, ich hätte jetzt... Blue Eyes? Okay. Wisst ihr, ich mach's einfach nur spannend. Ich wollte jetzt gerade einfach nur spannend machen. Ich wollte es gerade einfach nur spannend machen, Leute, ja? Daran lag's. Wie? Ich habe jetzt gerade gebobbt? Nein, ich wollte dem Gegner nur eine Chance geben, ist ja klar. Ich wollte dem Gegner gerade einfach nur eine Chance geben. Mehr war es nicht, ja? Damit ich euch meine Combo in aller Ruhe zeigen kann, ohne suboptimale Plays zu machen. So, dass wir Lethal hätten. Ja, das ist klar, wir hätten Lethal gehabt. Aber ich kann jetzt mein Bossmonster, Wahrsageprinzessin Tarotrey, beschwören. Und die kann dann ihren zweiten Effekt nutzen, um den guten alten Alternativdrachen in die Verteidigungsposition zu drehen. Und dann können wir den Alternativdrachen wegballern. Boom! GG, ich habe verloren. Nee, nicht ganz. Okay, noch habe ich nicht verloren. Okay, alles gut. Ich dachte für einen kurzen Moment gerade, ich habe verloren. Aber ich glaube, der Alternativdrache ist kein Blue-Eyes-Monster, ne? Im Grave. Okay, gut, dann haben wir Glück gehabt. Alter. Weil diese Karte auf dem Spiel wird durch einen Karteneffekt zerstört, wird zerstört alle Monster, die den Gegner kontrolliert. Eieiei. Battleface. Okay, kein Problem. Wir haben nämlich immer noch unseren bosshaften Effekt, Leute. Wir können jetzt nämlich einfach den guten, tiefäugigen, weißen Drachen in die Verteidigungsposition drehen. Das wäre mir ein einfaches gewesen. Ich glaube, ich hätte jetzt aber auch den Deus Ex Crawler aufflippen können, sodass der Drache seinen Effekt verliert. Ich glaube, das wäre tatsächlich auch möglich gewesen. So, dass der Gegner dann selber da reingecharged wäre. Aber ich will das hier stylisch machen. Was meine ich damit? Dass ich es stylisch machen möchte. Wir drehen die Karte in Angriffsposition, weil ich denke, dass es ein Stein ist. Hey, es ist ein Stein. Hey, mein Gegner weiß nicht, dass ich auch Karten aufdecken kann. Schwupps. Attacus. Bangus. Magus. Ja. Easy clap, ja. Entspannter Sieg mit einem mehr als verdienten Sieger, hätte ich gesagt. Jemand, der hier überhaupt keine Fehler macht. Nee, Quatsch. Fehler, ich. Ha, träumt weiter. Oh Mann. Blue Eyes. Mit Declan. Sieht aus, als ob da jemand Fähigkeiten jagen wollte, ja. Ich glaube, da war jemand auf der Skilljagd. Auf der Skillhunt. Oh, Mann, 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 Mann. You Nightmare. Okay, You Nightmare, interessanter Name. Klingt, als wäre mein Gegner 12 Jahre alt. You Nightmare, okay. Gucken wir mal. Ja, ich bin aber auf jeden Fall schon sehr gespannt. Und ich finde, dieses Deck macht total viel Spaß, wie gesagt. Ne? Das ist very nice. Das ist jetzt aber nicht ganz so cool. Also die Starthand zumindest, die ist nicht ganz so dolle. Die Starthand, die ist, die geht besser. Tarotrey ist sehr gut gegen Blue Eyes. Und relativ gut, weil wir halt genug Angriff haben, um über die Death rüber zu streiken. Und wir kennen halt die Hitter alle in Verteidigungsposition drin. Also das ist möglich. Problematisch wird sie doch... Antike Regeln. Okay. Let's go, antike Regeln. Gläubiger weißer Drache. Alles klar. Background-Karte? Pass? Zwei Karten hast du noch?
zwei Karten, die theoretisch hier irgendwas machen können. Es ist ein ziemlich starker Turn, wenn man das Ganze so aufzieht. Das ist ziemlich stark. Synchrobeschwörung. Geisterdrache. Wäre jetzt auch noch eine Backrow-Karte, das wäre sehr stark. Hast du aber nicht. Okay. Wahrsager-Ritual. Das hingegen ist ein sehr guter Top-Deck. Das hingegen ist ein sehr guter Top-Deck. Jo, das ist ein sehr guter Top-Deck. Habe ich das schon erwähnt? Anyways. Machen wir das doch einfach mal wie folgt. Mein Gegner hätte jetzt hier raustaggen können, macht er aber nicht. Ich sehe hier gerade eine Gewinnoption, die mein Gegner hier eventuell missplayen könnte. So, Tarot Tray, Effekt. Dann können wir einfach mal den Spirit Dragon angreifen. Haben wir es eröffnet. Gucken, ob der Gegner einen Effekt aktiviert und raustaggt. Ja. Taggen Sie raus, lieber Herr Gegner. Ja. Lieber Herr Gegner, taggen Sie raus. Er überlegt gerade. Battle Step läuft. Perfekt. Bei der Battle Step können keine Effekte aktiviert werden, ne? Battle Step, jetzt kommt die Damage Step. Da kann ich jetzt meinen Effekt aktivieren. So. Und das war's mit dem Spirit Dragon. Wunderbar. Damit bin ich dich losgeworden. So, in der Endphase aktivieren wir dann deinen Grave-Effekt. Und holen... Bis zur Endphase werden meine Effekte annulliert. Der Crawler ist noch nicht da. Verdammte Scheiße. Verdammte Scheiße, ich habe gerade gemissplayed. Anyways. Dafür können wir dich jetzt erstmal in die Angriffsposition drehen. So. Draw. Heimdickische Fallgruppe. Kann mein Gegner einen Effekt aktivieren? Ich habe einen Delay gespürt. Ich glaube, das ist ein Karma-Cut. Ich darf hier jetzt aber nicht angreifen. Ja, ultimative Vorhersehung. Also solange das jetzt nicht ein Stein ist, ist alles gut. Ja, das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Das ist verdammt ärgerlich. Ist okay. GG. Da kann ich leider nichts machen. Der Gegner hatte jetzt hier am Ende nochmal... Richtig gute Outs plus die Fallenkarte, der mich dann hier leider auf dem falschen Fuß erwischt hat. Nur ein Spirit Dragon, er hätte in den Dragon Mac gehen können, in der Theorie. Und er hat auch den Azor Eyes gespielt, ja. Macht keinen Unterschied. Es war nicht gut gespielt vom Gegner, aber es hat halt funktioniert. Es hat halt funktioniert. Funktionobelt. So, ich hätte jetzt theoretisch aber meinen Effekt auch nicht aktivieren müssen. Aber das hätte mir halt auch nicht sonderlich viel gebracht, weil sonst hilft ja dann in der nächsten Runde halt seinen zweiten Stein. Kann dann halt Exit beschwören. In die Prinzessin. Ja, hätte mir auch nicht so viel gebracht, leider, letzten Endes, aber... Naja, ist in Ordnung. So, was nicht in Ordnung ist, ist leider der Draw. Pff. So ein blöder Kack-Draw, ne, wenn ihr mich fragt. Wo haben wir den Crawler nachgezogen?
Ach ja, du spielst Galaxy Cyclone. Schade. Leider ein blöder Brick von mir jetzt. Leider. Ja, cool. Er hat Removal mit dunkler Vertrag. Mein Gott, kein Schwein. Kein Schwein spielt Removal hier. Also Hard Removal für Backrow. In. Ach so, okay. Du spielst so eine ganz komische Version. Dreimal dunkler Vertrag mit der Hexe. Okay. Okay. Duel. Zweimal Ranglerock? Kein Hiking Shisa? Oh mein Gott, das ist so traurig, dass ich gegen so eine Variante verloren habe. Oh, mein Herz blutet. Mein Herz blutet. Ich habe gegen die Free-to-Play-Variante verloren. Gegen die, ich habe kein Geld für DDD-Karten, aber ich spiele trotzdem die DDD-Variante. Ah! Mein Herz erschmerzt. Es tut weh. Spectre. Ja. Ganz schön wild. Diese Hand, die ich da hab. Ich meine, ich kann den ersten Turn zumindest ja schon mal so ein bisschen. Ach, wehe, du targetest jetzt genau die richtige Karte. Okay. Sie gehen immer für die Mitte. Deswegen legt ihr auch eure beste Karte nie in die Mitte, Leute, ne? Merkt euch das. Ihr legt die beste Karte nie in die Mitte. Alright. Fetchers? Nee, leeren Fallgrube. Okay. Double Trash. Brauche ich nicht. Ich brauche eine Karte, die ich dann halt für meine Ritual-Karte ins Grave zurücklege. Okay, Gegner noch keine Lust. Ja, des Mondes. Den gehen kann ich legen als zusätzliche Verteidigungsoption. Was ist das, ey? Das Shiranui? Oder spielt der Photons? Spielt Photons. Okay. Ja, ich war gerade überlegen, ob ich vielleicht auch einfach mit Buch des Mondes agieren können. Ich glaube, Buch des Mondes wäre auch in Ordnung gewesen. Okay, Galaxieaugen, Photonendrache. Endphase. Jetzt gib mir mal ein Topdeck. Geist. Ach. Leck mich doch. MST? Ey, die Leute, die spielen so wilde Listen, Mann. Aber es funktioniert gerade. So, Draw. Wahrsagerritual. Bringt mir absolut nichts. Pass. Also es ist gerade Duell Brick gegen Brick anscheinend. Aber mein Gegner spielt halt eine blöde Liste. Deswegen ist es ja kein Problem, dass er brickt. Ist ja verdient. Der spielt halt eine scheiß Liste. Ja, und jetzt kann er den beschwören, ha? Huh? Ne, kann er nicht. Okay. Das ist fein. Also die Liste ist halt echt nicht gut von ihm. Ist halt keine Consistency-Liste, so eine Tech-Liste. Ah, Tarot Tray. Ah. Okay, egal. Wahrsagerritual, einmal. Wir müssen halt gucken, dass wir irgendwie an Bord kommen. Das ist noch eine leeren Fallgrube. Hey, komm, kein Schwein spielt zwei Stück von denen, oder? Okay, das Coole ist, ich kann mich selber in die Verteidigungsposition drehen, sodass die ins Leere geht, mehr oder weniger. Ist aber trotzdem blöd gerade. Gucken wir mal. Solange ich in der nächsten Runde nicht verliere, ist es noch gar noch in Ordnung. Set. Er hat wieder kein Monster. Ja, Leute. Oder hat er eins? Warum dreht er sonst in die Verteidigungsposition? Oh Gott. Such a bad list, sage ich da nur. Eieiei. Okay. Jetzt können wir loslegen. Jetzt können wir loslegen. That's my jam. That's my jam. Können wir den Deus Ex Crawler holen?
Auflippen. Kanadier, was ist es? Wasserlochfeuergrube. Oh, ich liebe es. Wasserlochfeuergruben-Counter. Let's go! So, Wahrsagerritual. Wir holen uns nochmal Tarot Tray. Ah, Leute, jetzt habe ich gut lachen. Ja, jetzt habe ich gut lachen. Jetzt können wir nämlich die heimtückische Folge mal reinmischen. Holen uns nochmal die Zauberkarte. Und ich kann doch jetzt in der Theorie... Hey, nicht aufgeben! Hey, das war doch gerade so ein geiles Game. Nur weil du nicht rausgezogen hast wegen deiner blöden Liste, bist du selbst schuld. So, wir machen jetzt eine Fehlanalyse beim Gegner. Warum hat mein Gegner jetzt gebrickt? Ja, mit Photons. Wahrscheinlich, weil er zu viel Trash gespielt hat. Ja, ganz klar. Was ist das? Spielt MST. Der spielt Double Removal. Einer von denen ist nicht searchable. Trash, ja. Und dann spielt er 4 Backrow-Karten, so random Backrow-Karten. Also. Und dann, was? Photonenbrecher? Sorry, aber die Liste ist echt... Nee. Also dann spielt ihr lieber die Liste, die ich euch vorgestellt habe. Ja gut, aber oder irgendwas in die Richtung, ja. Gerade bei Photons, das ist glaube ich so ein Deck, wo es immer wieder heißt, Consistency ist ganz wichtig, ja. Du willst den Gegner eigentlich nicht interrupten. Ja, du interruptest doch schon genug mit deiner Quick-Play-Karte, ja. Du interruptest genug mit deinem Photonenstrom der Zerstörung. Das reicht doch schon. Warum willst du denn noch mehr Interruption haben, ne? Verstehe ich auch nicht ganz. Aber naja, der wird schon seinen Grund haben, denke ich. Oder auch nicht. Hat halt nicht immer seine Gründe. Okay. Cosmic Cyclone. Wir haben den Crawler leider wieder getopdeckt. Ja, den willst du eigentlich nicht ziehen, sondern den willst du mit Geist der Herbstwinde raussuchen. Ja, es gibt Leute, die 2 spielen. Machen wir zum Beispiel jetzt aber nicht. So. Double Cosmic Cyclone. Okay. Dann spielen wir einmal Cosmic Cyclone. Gucken, was der Gegner da verdeckt liegen hat. Ist es Removal? Freilaufende Monster. Während der Main Phase, nachdem dieser Effekt aufgelöst wurde, beschwöre ein Monster als Normalbeschwörung. Setzt. Halt. Okay. Hä? Was war das denn jetzt? Ist das die? Nee, ist nicht. Okay. So, egal. Dann machen wir jetzt Meisterrituale, um wieder ein bisschen zu plussen. Wir holen uns die Monsterkarte. Und dann können wir Geist der Herbstwinde spielen. Um uns den Crawler wieder auf die Hand zu holen. So. Das heißt, wir haben kein Minus gemacht. Das ist ganz cool an der Fähigkeit. Und greifen einmal direkt an. So, wir haben einen Sphere Kuribo, aber wir haben nur noch 2000 Life Points. Das ist so der Nachteil gerade. Ja. Deswegen mal schauen, was hier passieren wird. Der Gegner kann jetzt natürlich komplett eskalieren, ne? Wenn der... Wow. Und ja, ich bin gerade sehr erstaunt. Darüber, was mein Gegner da spielt. Predator Plant. So, wie war das einmal pro Spielzug? Du kannst ein Monster mit einer Stufe, die kleiner oder gleich dieser Karte ist, auf dem Spielfeld wählen. Verbannt ist. Wenn ein Monster einen Angriff deklariert, kannst du diesen Effekt aktivieren. Bis zum Ende des Spielzugs verliert das Monster eines Gegners 1000 Attack. Und falls es dies tut, erhält diese Karte 1000 Attack. Einmal pro Spielzug wäre der nächste Standby Phase, nachdem diese Karte auf den Friedhof gelegt wurde. Du kannst deine Hand ein... Okay. Okay.
Das heißt, ich kann nicht drüber steigen, weil der einen angriffsreduzierenden Effekt hat. Nee, das geht nicht. Okay, das ist blöd. Das ist ziemlich blöd. Uiuiuiui. Das ist nicht so geil. So. Aber er kann mich nicht removen, ne? Mit seinem Effekt. Ja. Wenn ich jetzt hier angreife, dann verliere ich 1000 Attack. Das ist nicht gut. Wenn ein Angriff deklariert wird, an dem diese Karte und ein offenes Monster deines Gegners beteiligt sind, du kannst den Effekt aktivieren bis zum Ende dieses Spielzugs. Aber warte mal. Wenn ein Angriff deklariert wird, an dem diese Karte und ein offenes Monster deines Gegners teilnimmt. Na egal. Ich meine nämlich, dass ich ihn trotzdem besiegen kann. Sprich, dass das überhaupt keinen so großen Unterschied macht. Das ist so meine Idee gewesen jetzt. Aber ja, mal abwarten. Warten wir doch mal ab. Weil wenn ich den Angriff deklariere, ist die Karte ja noch verdeckt. Das heißt, die kann ihren Angriff eigentlich nicht boosten. Aber wenn sie ins Grave kommt... Wait, die muss ich selber banishen, Depp. Ich habe doch eine höhere Stufe als du. Oh ja, das ist schon anders wild, ja? Das ist schon anders wild. Stufe 9 steht hier ganz fett. Da steht ganz fett Stufe 9. Okay. Ganz fett steht es da. Warum der Gegner es trotzdem nicht auf die Reihe bekommen hat, ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ja? Anyways. Attack. GG. Aber ich meine, der Effekt hätte jetzt so funktioniert, dass ich nicht die 1000 Angriffspunkte abgezogen bekommen hätte. Weil erst in dem Moment, wo der Angriff deklariert wird, kann der Effekt benutzt werden. Und in dem Moment, wo ich den Angriff deklariere, liegt die Karte verdeckt. Und erst in der Battle Step, nachdem der Angriff deklariert worden ist und die Karte aufgedeckt wird, ist sie offen. Und dann ist es zu spät, den Effekt einzusetzen. Mehr oder weniger der falsche Zeitpunkt. Ja, der wurde nämlich sozusagen geskippt. Aber ein Problem wäre es gewesen, wenn ich den zerstört hätte, hätte er eine Fusionskarte raussearchen können aus dem Grave. Und das wollte ich. Deswegen habe ich die Karte noch da gelassen. Ja. Nicht schlecht, hat doch ganz gut funktioniert. Auch wild, dass der Gegner seine eigene Karte banishen musste. Da habe ich gut lachen, ne? Da habe ich gut lachen. Oh, Trey. Hm. Ja, wir legen zweimal die heimtückische Fallgrube für den Fall, dass das ein MST oder ein CC ist, was gut sein kann. Hold you. Aber da war ein Delay. Das könnte ein zweiter CC sein. Ja, told you. Ja, Double CC gegen Double Treacherous. Ist auch witzig. Chronomale. Kurz zur anderen Dimension. Okay. Moment, wie funktioniert Atlantis noch gleich? Du kannst ein Nummernmonster in deinem Friedhof fehlen. Rüst es mit dieser Karte aus. Die Karte erhält. Ach so. Hm. Das ist natürlich scheiße schon wieder. Was soll ich denn damit? Mann, ey! Nicht gut. Nicht gut. Warum hat der Gegner denn zwei CCs gehabt auf meine zwei Treacherous? Mann, ey! Okay. Stahlknochen. Noch einer. Ah, GG. Kann ich rausgehen? Kann ich nichts machen? Ich hab gebrickt. Ihr habt gebrickt. Ihr habt's gesehen. Ich hab gebrickt. Und der Gegner hat natürlich zwei CCs. Lass mich raten, der Gegner spielt nur zwei. Er spielt drei. Okay, nevermind. Nevermind. Aber das ist eine absolut schlechte Chronomalisch-Liste. Ah, wobei geht. Er spielt Nebraska und Kristallschädel. Nee, Quatsch. Die Liste ist fein. Wir haben nichts gesagt. Die Liste ist fein. Chronomalisch! Kann ich theoretisch auch spielen. Ich habe nur zwei Nebraska. Ja.
Ja, Leute. Was soll ich sagen? Wenn Scheiße läuft, dann läuft Scheiße. Wobei das Deck gar nicht so schlecht performt eigentlich. Ja. Ist halt ein Ritualdeck und... Naja. Die meisten Ritualdecks haben halt das Problem, dass... sie hier und da mal Consistency-Probleme haben. Das ist halt leider so. Alright. Das könnte das letzte Game sein für dieses Video. Und danach... sind wir schon fertig. Portal zum Chaos. Das ist Gaia, oder? Sieht nach Gaia aus. Ja. Tschüssikowski. Red Legacy Clash. Okay. Das ist auch ein Treacherous, die da liegt. Oh, Cosmic Cyclone. Wir banishen die goldene Mitte. Weil es kann keine Treacherous sein. Oh, schade. Spiralschwertstoß. Das ist eigentlich die Karte, die ich nicht haben wollte. Aber wir können jetzt wieder eine witzige Synergie abfeuern. Klatsch. Monsterkarte. Und es wird noch besser. Wir searchen uns nämlich die Karte jetzt einfach nochmal raus. Ah, ist irgendwas, was aktivierbar ist. Sieht nach einer Treacherous aus. I don't like this. I don't like this. Muss halt die schlimme Sünde herhalten. Schlimmes Sündchen! Na, Buch des Mondes? Könnte auch Buch des Mondes sein. Na, er spielt World Legacy Clash. Das heißt also, ein Clash ist raus. Ach, verbotener Kelch. Aber er hat das Timing verkackt. Natürlich gut für mich. Ja. Er hat den falschen Zeitpunkt ausgewählt. Sorry, Mister. Das war der falsche Zeitpunkt. So, er hat einen einzigen Top-Deck. Und das ist jetzt Gaia. Darf nicht Gaia ziehen. Du darfst nicht Gaia ziehen. Du darfst nicht Gaia ziehen. Okay. Und Wahrsagerritual. Let's go. Wir pushen jetzt für absolutes Lethal. Wenn es ein Treacherous ist, mein Gott, dann ist es halt so. Ey! Und der Gegner gibt auf. GG. Interessante Liste. World Legacy Clash. Habe ich auch sehr, sehr lange nicht mehr gesehen, ja? Aufprall des Weltenvermächtnisses. Krasser Titel, ich weiß. Er hat zweimal World Legacy Clash gespielt. Aber hat er denn nicht der Weg des Drachenritters benutzt? Also ist so... so eine tolle... Ach, er hatte nur ein Monster, ne? Nee, hatte er nicht. Er hatte doch... Hä? Er hatte doch Drachenfeuerfluch. Hä? Muss man das verstehen? Muss man das verstehen, warum der Gegner das jetzt so gemacht hat? So, er hat... Portal zum Chaos aktiviert. Gaia gesearched. Drachenfeuerfluch hat er auf der Hand. Weil danach hat er ja die beiden beschworen. Dann hätte er den Effekt von seinen Skill nutzen können. Einen der beiden wieder reinmischen, den rausholen aus dem Deck. Effekt nutzen, bam, 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 bam. Hätte er sein Deck ausgedünnt und hätte die Karte auf dem Feld. Like, warum? Ich hätte nicht gedacht, dass man mit dem Deck noch missplayen kann. Anyways, meine Freunde, das war's für die heutige Folge. Ich sage euch nochmal die Deckliste, falls ihr da drüber schauen wollt.
Ich finde das Deck absolut spitze. Das ist cool, macht Spaß. Ja, es gibt noch ganz viele andere Variationen, wie gesagt. Da wird bestimmt auch nochmal eine optimiertere Version kommen. Da werden wir uns das Deck nochmal angucken. Aber ich finde, die Wahrsageprinzessin Taro Trey ist ein sehr, sehr, sehr gutes Monster. Eine sehr, sehr gute Karte. Auf jeden Fall. Kann ich definitiv nur empfehlen. Jede Runde einen Book of Moon-Effekt. Insane, ja. Für heute soll es gewesen sein, Leute. Wenn es euch gefallen hat, positive Bewertung ist sehr gerne gesehen. Und dann sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Haut rein, macht's gut. Bis dann und ciao. Euer Rieg. Man sieht sich. Tschüssikowski.